Leute, willkommen zurück zu iRookie Game Master. In der letzten Folge ist mir der Game Master entwickelt. Also, ich habe ihn gefunden, ich habe seinen Geheimversteck gefunden. Also, besser gesagt, ich habe seinen Geheimversteck gefunden, da habe ich ihn gefunden, aber dann war es schon zu spät. Ich hätte ihn mir geschnappt, aber er ist halt so schnell verschwunden, jetzt wie immer. Schnell verschwunden, ich weiß echt nicht, wie er das macht, aber er verschwindet immer schnell. Leute, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung jetzt abgehauen ist. Ist jetzt nach links oder nach rechts abgehauen. Das sind welche. Ich bin immer noch am Überlegen, oder was heißt am Überlegen? Ich bin halt immer noch so unsicher dabei. Also, das ist ja hier in dieser Richtung abgehauen, also hier nach, ich glaube links ist das, oder hier in dieser Richtung, also, weil ich glaube, wenn er in die Richtung, die ich euch gerade gezeigt habe, ich kann zwar links und rechts nicht so gut unterscheiden, aber ich glaube, ja, wenn er in die Richtung, die ich euch gezeigt habe, das stand halt weiter, also was heißt gestern, das war ja gerade eben noch, also gerade eben bei dem Haus, hat er halt da gestanden, da hat er halt, bis man in diese Richtung gestanden, ist er wahrscheinlich dann auch in dieser Richtung weggerannt, weil würde ja nur Sinn ergeben, ne, das, ich, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, dass er in dieser Richtung, also die ich euch jetzt gerade noch gezeigt habe, irgendwie abgehauen ist. Also weil ich glaube in alle andere Richtungen, oder wenn er in alle anderen Richtungen abgehauen ist, das wäre schon sehr unwahrscheinlich. Das habe ich versteckt, dass ich irgendwo, oder vielleicht irgendwo bei so einer Rutsche, da ist auch so eine riesige Rutsche, vielleicht versteckt er sich irgendwie hinter der Rutsche oder auch in der Rutsche. Ich würde dem alles zutrauen, auch, also ich weiß, in der Rutsche klingt ein bisschen verrückt, das ist mir schon klar, aber ich trotzdem nicht. Mit dem Zutrauen, dass ich womöglich auch in der Rutsche, wirklich in der Rutsche verstecken würde. Oder vielleicht hier, weil hier ist so ein Park, also ich, oder es sind halt so Dings, Spiel. Auf jeden Fall ist es ein Teil von dem Park. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie diese Dinger da heißen. Und das Haus ist auch ein Teil von dem Park. Also das Haus, in dem man sich versteckt, in dem er aktuell wohnt, ist auch ein Park. Also generell der Ort, in dem man sich versteckt, scheint wohl irgendein Park zu sein, Leute. Weil auch diese anderen Spielgeräte, die da stehen, zum Beispiel hier auch dieses Ding, wo man irgendwie so drüber laufen kann, was ihr gerade über mir seht, das ist alles Teil von diesem Park, also diese ganzen Spielgeräte, jetzt weiß ich nicht wieder, wie sie heißen, das ist irgendwie zum Teil von dem Park, das hängt alles irgendwie mit diesem Park zusammen. Ich weiß nicht, ob das Haus auch ein Teil von dem Park ist, oder diese, aber das heißt, Haus ist ja eigentlich, dieser Ort, wo sich Kamera versteckt, ist ja eigentlich erst eine Hütte, ein Haus ist jetzt ja nicht wirklich, aber trotzdem, also. Die Hütte ist vielleicht kein Teil von seinem Park, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch sein Park. Aber ich würde sagen, ich gucke jetzt erstmal hinter der Rutsche, ob ich irgendwie hinter der Rutsche versteckt. Ich bin jetzt mal kurz hier hochgeklettert, weil ich glaube, dass ich hier versteckt oder ich vermute es zumindest mal, dass ich hier hinter dieser Rutsche versteckt, Leute. Also ich, ja. Gucken wir mal. Game Master, bist du hier? Game Master, komm, zeig dich. Das zeigt sich, okay. Hier bei der Hütte ist es ja mal nicht. Weil ich sagen kann, dass er vielleicht jetzt doch wieder in seine Hütte gegangen ist, dass er sich irgendwie zuerst da unten versteckt und dann, als ich auch runtergegangen bin, als ich in die andere Richtung gegangen bin, ist er in seine Hütte gegangen. Das könnte sein, aber Leute, ich glaube, wir gucken jetzt doch erstmal da irgendwie hinter der Rutsche. Ich meine, die Hütte komme ich eh nicht rein, da habe ich eh keinen Schlüssel für. Deswegen ist es sinnvoll, es halt dort zu gucken. Leute, ich glaube, da ist er nicht. Deswegen, Leute, gehen wir zurück. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Dann gucken wir jetzt doch in der anderen Richtung. Es kann auch genauso gut sein, dass er irgendwie in die andere Richtung abkommt, dass er den anderen Weg irgendwie eingeschlagen hat. Wahrscheinlich extra. Und ich denke, ich sage jetzt einmal den linken Weg eingeschlagen. Da hat er den rechten Weg eingeschlagen. Also, dass er mich halt irgendwie verwirren will. Also, so täuschen will halt. Weil ich würde es ihm halt zutrauen, Leute. Also, ja. Aber Leute, vielleicht ist er auch doch noch irgendwo da, oder da, wo ich ja hingelaufen bin, vielleicht ist er auch, hat er sich irgendwo auf dem Hinweg versteckt. Ich meine, das könnte alles sein, der könnte sich im ganzen Wald versteckt haben, vor allem er, weil er ist halt so ultra schnell, deswegen, dieser Typ könnte sich überall versteckt haben, der könnte sich im ganzen Wald versteckt haben, ich muss den ganzen Wald absuchen. Also mir ist hier das ganze Eck, also der Wald ist halt noch viel größer, der keine Ahnung, der ist gefühlt, was das ist, vielleicht so ein Kilometer groß, das macht keinen Sinn, aber der Wald ist ungefähr, das ist riesig groß, Leute, vielleicht halt, wobei ich glaube halt nicht, dass es sich da versteckt hat, gibt noch ganz, ganz andere Teile jetzt außerhalb von hier vom Wald, aber ich glaube, da würde jetzt auf die Schnelle nicht hinkommen, Leute, also, ich glaube, so schnell ist der Typ dann auch wieder nicht, oder es sei denn, er kann sich teleportieren, weil es könnte ja auch sein, dann würde er schon dorthin kommen, aber, Leute, ich glaube, er ist jetzt, und dann hier in diesem Teil, also ich gesagt, ich würde auch andere Teile kennen, ich könnte auch in andere Teile gehen, aber bis ich da alles abgesucht habe, das dauert Wochen. Ich, da auch, was, man sieht auch bei dieser Karte, also am Anfang, also am Start,
Da habe ich da vom Wald, also, wie heißt das nochmal, am Waldrand ist ja auch so eine Karte. Da sieht man den ganzen Wald, da ist halt so eine Karte vom Wald, da sieht man auch, wie groß der ist. Also, ich habe jetzt noch nicht den ganzen Wald gesehen, ich habe jetzt den meisten Teil, also den meisten großen Teil, den man halt nicht so sieht, hat man halt, habe ich schon gesehen, da war ich schon gewesen, aber also jetzt auch nicht so im ganzen Wald, sondern halt nur ein Teil. Ich glaube, so, da gibt es auch schon so einen Teil, den habe ich auch noch nicht gesehen. So diesen Teil weiter oben habe ich noch nicht gesehen. Also weiter unten, das habe ich schon gesehen, da. Also da gibt es ja noch, da, jetzt ist halt noch so ein Eingang weiter unten und den habe ich halt schon gesehen, Leute. Also da bin ich halt auch mal durchgegangen. Also ich, ja, ich weiß halt auch ungefähr, wo dieser Eingang nach unten liegt. Es kann sein, dass er vielleicht dahin läuft oder vielleicht ist er auf dem Weg, irgendwie dorthin zu laufen, weil wenn. Ja, wäre das nicht schlecht, weil ich weiß ja, wo das ist und ich weiß ja auch, wie man dorthin kommt und ich kenne mich da auch ein bisschen aus. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber trotzdem ist es, auch wenn das vielleicht schon ein paar Jahre her ist, ich müsste die Strecke da trotzdem noch im Kopf haben. Ja, Leute. Ich frage mich auch echt, wie das so schnell wegkommt. Wie hat Gamers das jetzt wieder geschafft, so schnell wegzukommen? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Wie schafft Gamers immer so schnell zu verschwinden? Also wie. Einfach, wie schafft ihr das? Was benutzt ihr für Tricks? Also, oder ich meine, vielleicht ist er auch doch an mir vorbeigerannt, als ich es nicht gesehen habe, aber ich frage mich halt, ob warum ich es nicht im Augenwinkel gesehen habe, als er so an mir vorbeigerannt ist in die andere Richtung. Oh Mann, Leute, oder vielleicht ist er jetzt doch da. Ich herbeigelaufen bin bei diesem Platz, bei diesem Hexenplatz, in diesem Loch, weil ich weiß nicht, ob er das in diesem Loch verstecken wird, weil das wird keinen Sinn machen. Ich meine, weil wenn er in diesem Loch versteckt ist, ist halt schon Tür, die würde dann nicht mehr rauskommen. Also Leute, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er sich in dem Loch versteckt. Das wird er jetzt, glaube ich, nicht tun. Das ist ja schon ein bisschen intelligent. Ich glaube, der ist nicht nur ein bisschen intelligent, der ist sehr intelligent. Ich meine, der kann sich gute Spiele ausdenken. Der weiß, wie er uns einen Schritt voraus ist. Der muss eigentlich schlau sein, der Typ. Ich glaube, der ist ganz schlau und wirkt halt nicht immer so. Aber das ist, oder man traut es ihm vielleicht nicht so. Oder viele trauen ihm es nicht so. Aber der Typ ist, glaube ich, schlau. Ich glaube, der ist eigentlich sehr schlauer als wir alle zusammen. Ich meine, der benutzt ja auch so diese ganz modernen Techniken, oder? Also ich glaube wirklich, der Typ ist schlau, gegen den kommt man natürlich an, gerade wegen seiner hohen Intelligenzrate, seinem IQ halt, aber Leute, ich weiß nicht, ich bin halt echt am Überlegen, ob ich vielleicht doch Gucci dazu holen soll. Ich meine, weil Gucci hat eine gute Spürnase, der konnte Game Master vielleicht leichter finden als ich. Leute, ich muss halt ständig gucken, vielleicht ist Game Master doch hinter mir, oder vielleicht lauert er hinter mir, oder vielleicht versteckt er sich hinter mir, oder vielleicht ist es auch wieder einer seiner Spiele, seiner Challenges, und ich muss ihn jetzt suchen, oder was weiß ich, oder will mich irgendwie ausnocken, das ist keine Ahnung, oder will mich auch entführen, vielleicht will er mich als Nexus entführen. Deswegen, Leute, ich muss mich jetzt hier die ganze Zeit umdrehen, ich muss mich jetzt hier die ganze Zeit umdrehen und nach ihm schauen, Leute. Leute, ich gebe einfach die Hoffnung nicht auf, dass ich ihn vielleicht doch noch in dieser Folge finde. Ich weiß, die Folge geht jetzt schon fast 8 Minuten, aber trotzdem, ich bin mir sicher, das heißt, okay, in die Quarte habe ich das scheiß gelabert. Ich bin mir nicht sicher, aber zumindest ich habe Hoffnung. Auf das Eintreten wird, weiß ich nicht, sehr unwahrscheinlich, aber ich habe halt Hoffnung, dass es eintreten wird. Also, dass ich Game Master jetzt doch noch irgendwie finde. Das wäre so nice, wenn das passiert, ne? Das wäre so nice, wenn ich Game Master jetzt irgendwie noch finden würde. Also, ich drehe mich die ganze Zeit um, ob Game Master vielleicht nicht doch irgendwo hinter mir lauert. Ob er vielleicht irgendwo noch da ist. Oder ob es vielleicht alles eine Falle ist. Vielleicht hätte er das alles geplant, auch dieses sein Verschwinden, das war vielleicht alles ein Plan. Und er will mich entführen, vielleicht will er mich jetzt auch aus Rache entführen, weil ich in sein Versteck gekommen bin oder weil ich halt sein Versteck gefunden habe, weil vielleicht hätte sein Versteck ja gar nicht suchen sollen. Also, ja, also, safe eine seiner Racheaktionen. Das ist bestimmt eine seiner Racheaktionen. Der will mich jetzt safe auch entführen, oder was weiß ich, oder K.O. schlagen, oder keine Ahnung, was der jetzt von mir will. Ich weiß ja nicht, was in dem Kopf vorgeht, ob er töten, aber ich glaube nicht, weil ich glaube schon, also der ist halt auch ein Psychopath, Leute, der Typ ist wirklich ein Psychopath, also ich würde dem alles zutrauen, der hat auch Gucci entführt, der hat auch Gucci entführt bei der Challenge, also was halt auch wirklich zu weit ging, aber trotzdem, der Typ ist halt einfach ein Psychopath, ne? Also, aber Leute, ich glaube nicht, dass ich ihn in dieser Folge noch finden werde, deswegen, Leute, ich werde irgendwo übernachten, ich werde irgendwo auf einer Bank übernachten, weil da drüben ist auch eine Bank, da könnte ich dann übernachten, weil ich werde halt nicht nach Hause gehen, weil das, und wenn ich dann hier übernachte, dann bin ich halt direkt da und oder kann ihn direkt jagen, oder ich kann, und dann könnte ich halt nicht nur direkt nach dem Osten jagen oder versuchen zu jagen und zu fangen, sondern auch in der Nacht, also wenn ich in der Nacht irgendwas hören sollte, kann ich einfach aufstehen und dann ihn jagen, weil vor allem wird er, glaube ich, auch nicht damit rechnen, dass ich hier übernachte, also Leute, doch, das ist gut. Gut, ich habe auch ein paar Wechselklamotten in meinem Rucksack, also ich könnte dann auch, falls meine Klamotten dreckig werden sollten, könnte ich sie dann auch halt auch wechseln, also
Wechselhose, Wechsel-T-Shirt, also das ist gut, also das mache ich. Das ist eine gut, das, gute Idee, das muss ich umsetzen. Das ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal, ich beende die Folge erstmal, Leute. Bis zur nächsten Folge und Peace out.